Und so ist es im Namen des Herrn. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, nach diesen regnerischen Tagen, diesen trüben Tagen, scheint heute Morgen die Sonne und die Strahlen erwärmen zumindest unser Herz. Und wenn wir heute Morgen hier sind, so wollen wir unsere Seele auch in die Sonne halten, dass die Strahlen des Heiligen Geistes und der Gnade Gottes uns erreichen und unsere Seele, unser Sein hell und warm machen. Wenn Jesus Christus sagt, ich bin das Licht der Welt. Auf ihn wollen wir heute Morgen hören und uns für seinen Geist öffnen. Der allmächtige und gütige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Und er verbunden hat dies,
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast uns erschaffen, damit wir dich preisen. Gib, dass wir dich mit ungeteiltem Herzen anbeten und die Menschen lieben, wie du sie liebst. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Ich kann die Donnerstimme des Herrn, meines Gottes, nicht noch einmal hören und dieses große Feuer nicht noch einmal sehen, ohne dass ich sterbe. Damals sagte der Herr zu mir: Was ich von dir verlange, ist recht. Einen Propheten wie dich will ich dieses Mittel unter ihren Brüdern verstehen lassen. Ich will ihm meine Worte in den Mund legen und er wird ihnen alle sagen, was ich ihm verbiete. Den aber, der nicht auf meine Worte hört, die der Prophet in meinem Namen verkünden wird, ziehe ich selbst zur Rechenschaft. Doch ein Prophet, der sich anmaßt, in meinem Namen ein Wort zu verkünden, dessen Verkündigung ich ihm nicht geboten habe, oder der im Namen anderer widerspricht, ein solcher Prophet soll sterben. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott. Thank you.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In Kapharnaum ging Jesus am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Und die Menschen waren sehr betroffen von seiner Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. In ihrer Synagoge saß ein Mann, der von einem unreinen Geist besessen war. Der begann zu schreien: Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Da befahl ihm Jesus: Schweig und verlass ihn.
Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Da erschraken alle und einer fragte den anderen, was hat das zu bedeuten? Hier wird mit Vollmacht eine ganz neue Lehre verkündet. Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt Evangelien, wenn wir sie hören, dann sind sie uns leicht eingängig und wir haben unmittelbaren Zugang zu dem, was Jesus sagt und tut. Manchmal ist das aber auch nicht so. Da wird Sperriges gesagt in der Schrift. Da sind Dinge, die uns ein wenig Unverständnis abverlangen. Ein solches Evangelium ist das des heutigen Sonntages. Da ist davon die Rede, dass Jesus einen unreinen Geist austreibt und einen Menschen heilt, der besessen ist. Und diese Frage, was ist mit solchen Phänomenen, ist eine Frage, die uns besonders in der Moderne sehr stark umtreibt. Es gibt im Wesentlichen zwei Muster, sich diesem Geheimnis anzunähern. Das eine ist ein medizinisch-psychologisches Muster, in dem wir versuchen zu erklären, dass diese Menschen, von denen das beschrieben wird in der Schrift, krank sind, dass sie psychische Probleme haben, von denen Jesus sie heilt. Der unreine Geist, eine Art psychischer Erkrankung. Das ist die eine Art, sich dem anzunähern. Und die andere ist, den unreinen Geist als Metapher zu verstehen. Also metaphorisch. Er steht für Unreinheit, er steht für das Böse, böse Strukturen, in die die Menschen, der Mensch, hineingezogen wird, der dann Besitz von ihm ergreift. Beide Erklärungsmuster haben natürlich Wahrheit in sich. Allerdings werden sie auch fragwürdig, vor allen Dingen je älter man wird und je mehr Lebenserfahrung man sammelt. Und wir erkennen, dass das Böse existiert. Der Glaube und die geistliche Tradition, die Menschheit, erkennt drei große Geheimnisse unserer Existenz. Das erste Geheimnis ist das Geheimnis Gottes. Es ist das Geheimnis nach dem Sinn meines Daseins. Das zweite große Geheimnis der Philosophie und Theologie ist das Geheimnis des Menschen. Wir können den Menschen im Letzten nicht erklären. In seinem Innersten bleibt jeder Mensch ein Geheimnis. Und das dritte Geheimnis ist das Geheimnis des Bösen. Das sind die Fragen, die Hiob stellt. Daran grenzt auch die Frage nach der Theodizee, wie die Theologie es nennt. Ja? Warum das Böse?
Aber das Böse, es ist da und es wird auch in der Schrift beschrieben. Und wenn man sich ihm in der Schrift annähert, so ist das erste Auftreten des Bösen im Buch Genesis zu sehen. Dort leben in einer mythologischen Erzählung Adam und Eva in Einheit mit Gott. Schöpfung und Schöpfer bilden eine Einheit, eine Communio. Schauen Sie, Adam und Eva brauchten nicht die heilige Kommunion zu empfangen, denn sie lebten in der Communio mit Gott. Und dann tritt das Böse in Gestalt einer Schlange auf und greift Gott nicht direkt an. Ja, das wäre ein sinnloses Unterfangen. Gott kann man nicht direkt angreifen. Es ist aber subtiler. Das Böse versucht, einen Keil zu treiben zwischen den Menschen und dem Schöpfer. Es versucht, sie vom Schöpfer zu separieren. Und das ist gelungen. Die Schlange verwickelt Eva und damit auch Adam in einen sehr subtilen und diabolischen Dialog, indem sie mit Suggestivfragen und Halbwahrheiten Eva von der Einheit mit dem Schöpfer, mit Gott trennt und sie und damit Adam in die Isolation, in die Separation führt. Und separieren, trennen, in die Distanz führen, ist das Wesen der Sünde. Sünde und das alte deutsche Wort sondern, absondern, abscheiden, hängen eng zusammen. Der sündige Mensch lebt in Distanz zu Gott, in Distanz zum Nächsten und letztlich auch in der Distanz zu sich selbst. Er ist abgetrennt vom Heiligen. Und wenn wir heute auf diese Geschichte schauen, so geht das Böse in gleicher Weise vor, allerdings mit einem anderen Ergebnis. Jesus lässt sich nicht in die Distanz führen. Schauen wir genauer hin. Jesus lehrt und predigt in dieser Synagoge und die Menschen sind erstaunt von ihm. Und er schaut und nimmt einen Menschen wahr, der hier von einem unreinen Geist, so wird es beschrieben, besetzt ist, besessen ist. Von einem unreinen Geist. Und dann eröffnet der unreine Geist mit Jesus das Gespräch. Ähnlich wie die Schlange im Paradies. Und es geht los. Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Zwei Fragen, die aber in Wirklichkeit zwei suggestive Unterstellungen sind. Es sind gar keine Fragen. Jesus wird unterstellt, dass er sie ins Verderben führen will. Und es wird unterstellt, dass sie mit ihm nichts zu tun haben. Ja, sie merken, es geht um Distanz. Das ist das eine, subtile. Und das zweite ist, dass hier im Plural gesprochen wird. Ja, fällt ja auf. Ein unreiner Geist und dann, was haben wir mit dir zu tun,
Und bist du gekommen, uns ins Verderben zu stürzen? Wer ist uns? Wer ist wir? Gibt es noch mehrere unreine Geister? Wäre eine Erklärungsvariante. Oder ist es eine Vereinnahmung der umstehenden Personen, die auch in der Synagoge sind? Ja, ermächtigt sich der unreine Geist, für sie zu sprechen? Eine Art Selbstermächtigung, die das Gegenteil von Bevollmächtigung ist, mit der Jesus spricht. Und wenn wir in die Zeitgeschichte schauen, dann ist es doch häufig passiert und passiert, dass eine Person, ein Usurpator, ein Demagog, sich ermächtigt, für Gruppen zu sprechen, um andere zu bekämpfen und auszulöschen. Ja, für ein Volk, für eine Rasse, für was auch immer. Ohne Auftrag. Ja, das ist diabolisch, ja. Und wir merken hier, wie der unreine Geist sich dieser Methoden bemächtigt, um die Umstehenden von Jesus wegzutreiben durch suggestive Fragen. Und dann geht's weiter. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Ja, nicht wir wissen, wer du bist, wäre ja eigentlich logisch, ja, jetzt im Plural weiterzufahren, sondern geht zurück ins Singular. Ich weiß, wer du bist. Ja, wenn er gesagt hätte, wir wissen, wer du bist, der Heilige Gottes, dann hätte er zugeben müssen, dass auch die Umstehenden anerkennen müssen, dass Jesus der Heilige ist. Genau das will er natürlich nicht. Genau das ist nicht gewollt. Deswegen ist es klar, ich weiß, wer du bist. Und die anderen sollen es nicht wissen, die sollen verunklagt werden. Sie sollen verdreht werden in ihren Ansichten. Aber der unreine Geist, der Widersacher, weiß ganz genau, wer Jesus ist und was die Stunde geschlagen hat und wessen Wesen der Sohn Gottes ist. Weiß er ganz genau. Und dann die Antwort Jesu, die sich ein wenig von der Antwort Evas unterscheidet. Eva lässt sich in diese Frage-Dialogspiel hineinziehen. Jesus nicht. Jesus antwortet mit einem klaren Befehl: Schweig und verlass ihn. Also durch ein gesprochenes Wort. Schweig und verlass ihn, das aus dem Munde Gottes kommt. Liebe Schwestern und Brüder, das Wort Gottes hat Wirkung. Es vertreibt das Böse und es heilt und führt die Hörenden in die Gemeinschaft. Und das ist bis heute so. Und das kann ich an einem kleinen Beispiel in der Liturgie deutlich machen. Sie werden wahrscheinlich schon aus Ihrer Erfahrung gemerkt haben, dass der Priester oder Diakon, wenn er das Evangelium verkündet hat, das Evangeliar küsst. Und darin drückt sich aus die Verehrung Jesu und des dreifaltigen Gottes, der ihn durch sein Wort zu uns spricht. Und bei dem Küssen des Buches wird ein Stillegebet gesprochen. Es heißt, durch dein Evangelium vergibst du unsere Sünden. Und das geschieht. Wenn wir das Wort Gottes hören, hat das sündenvergebende
Wirkung. Und in diesem Punkt gibt es ökumenische Einheit. Ja, das glauben alle Christen, dass das Wort Gottes sündenvergebende, reinigende, in die Einheit führende, vor dem Bösen beschützende Wirkung hat. Und jetzt möchte ich ein aktuelles Beispiel zitieren. Das Wort Gottes ist, wenn Sie so wollen, eine Art Impfung, ja, gegen die Macht des Bösen. Allerdings eine Impfung, die nicht knapp ist, ja, die da gibt es den Termin jeden Sonntagmorgen, um sich impfen zu lassen. Ja. Man sollte es aber tun. Und es ist eine Art übernatürliche Impfung gegen die Angriffe des Gegners, der uns von Gott trennen will. Und das kann ihm nicht gelingen, wenn wir uns unter den Schutz des Herrn stellen. Und das tun wir heute Abend, heute Morgen, und wir wollen dem Herrn dafür Danke sagen. Amen. Wir beten das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lasst uns Fürbitte halten. Herr Jesus Christus, du bist uns von Herzen nahe und hörst unsere Bitten. Zu dir rufen wir. Für alle Suchenden, dass sie in dir das Ziel ihrer Leben finden. Christus für uns. Für alle Verkünder des Gotteswortes, dass sie deine Botschaft den Menschen mit Vollmacht zusprechen können. Christus für uns. Für alle, die sich jeden Sonntag hier versammeln, dass sie stets von Neuem ihr Herz deinem Wort öffnen. Christus für uns. Für alle Leidenden, deren Schreie du nur hörst, verlasse sie nicht. Christus für uns. Für alle Verfolgten, und Unterdrückten, gib ihnen Kraft und Hoffnung. Christus für uns. Für unsere Verstorbenen, lass sie in deiner Gegenwart für immer geborgen sein. Christus für uns. Christus für uns. Wir wissen, dass du in deiner Weisheit und jedem Schicksal zu helfen bist. Wir danken dir für deine Güte, jetzt und in Ewigkeit. Wir beten heute Morgen auch besonders für die Verstorbenen Bruno Ballhaus und Maria und Rolf Osterlitz. Thank you.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, wir legen die Gaben als Zeichen unserer Hingabe auf deinen Altar. Nimm sie entgegen und mache sie zum Sakrament unserer Erlösung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch seine Geburt hat er den Menschen erneuert, durch sein Leiden unsere Sünden getilgt, in seiner Auferstehung den Weg zum Leben erschlossen und in seiner Auffahrt zu dir das Tor des Himmels geöffnet. Durch ihn rühmen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi, Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Hans Josef und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Philippus und Jakobus, dem heiligen Petrus und Paulus, dem heiligen Urban, der heiligen Elisabeth und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen, und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. Christine. Amen.
Christine. Mit Christine. Der Christine. Der Christine. Der Christine. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, das Sakrament der Erlösung, das wir empfangen haben, nähre uns auf dem Weg zu dir und schenke dem wahren Glauben beständiges Wachstum. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, wie Sie sehen, stehen bei uns noch die Weihnachtsbäume und die Krippe. Die werden aus der Kirche herausgenommen in der kommenden Woche. Wir feiern nächste Woche das Fest Maria Lichtmess. Wir feiern es hier am Montag um 9 Uhr. Es ist auch das Patronatsfest der KfD.
Und wir feiern es auch am Dienstag um 18 Uhr in Wetter, auch das Patronatsfest der KfD. Mit dem Fest Lichtmess, Darstellung des Herrn, endet thematisch der Weihnachtsfestkreis. Und wie Sie sehen, haben wir in diesem Jahr so Zettel am Weihnachtsbaum aufgehängt. Das sind Gebete und Wünsche und Bitten von Gläubigen, die in der Weihnachtszeit ihre Gebete und Bitten zu Gott gesandt haben. Und das materialisiert sich in diesen Karten. Und sie werden heute verbrannt und symbolisch, sie werden draußen verbrannt, aber symbolisch für die Gebete, die zu Gott gesandt werden, wollen wir eine Karte vor dem Schlusssegen jetzt im Gottesdienst verbrennen. Und ich glaube, die Dinge sind hier präpariert. Zu meiner Rechten sehe ich die Verbrennungsschale. Die können wir jetzt mal in die Mitte stellen. Und so wollen wir beten. Allmächtiger Gott, du hast uns in der Weihnachtszeit begleitet durch deinen Heiligen Geist. Heute senden wir symbolisch erneut die Gebete und Bitten der Menschen zu dir, die in dieser Zeit sie an diesem Baum befestigt haben. Wir bitten dich, erhöre uns und stärke uns durch deinen Sohn Jesus Christus. Der Herr sei mit euch. Segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Gehet hin in Frieden, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn. Halleluja. Thank you.